Hi. Eine halbe Ewigkeit ist es her, seit dem letzten richtigen Video. Ich habe halt wieder Bock drauf bekommen. Und hab zufällig auch diese Spiele gefunden. Lass direkt mal rein. Mal gucken, was hier raus wird. Vielleicht landet dieses Video auch im Müll, wer weiß. Sometimes the spirit of adventure beckons so much, it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not an aimless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Brr. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Anybody home? Anscheinend this nicht. Is how it all usually starts. In that strange hut, there was nothing. No people. No warmth, only darkness. Und los geht's. Keine Wärme. Wirklich? Sieht für mich ein bisschen anders aus. Sieht sehr warm so aus sogar. Na gut. Controls. Wir sind doch wie überall okay. Mal gucken, kann man gehen? The door remains impregnable. There is too much snow outside. Natürlich, natürlich. Zu viel Schnee. Okay. Da denke ich, kann man am besten das Licht anmachen. Sieht der allerdings auch ein bisschen zu aus. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Etwas Schweres, okay. Den Schlüssel werden wir höchstwahrscheinlich hier nicht finden. Okay. Interessant. Well, I don't think that's going to help. Ja. Ich meine, ja, mal weiter gucken. A heavy blunt object. Gotta grab it. Klar. Als ob der noch nie sein eigenes Equipment auch nur einmal angeguckt hat. Aber das ist dann, denke ich mal, der Schlüssel. So wie man jede Tür öffnet.
Mit einem Hammer. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? Also, mit genug Willenskraft kann man alles mit einem Hammer reparieren. Oder mit Tape, das geht natürlich auch. And so, my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to... to notice something strange on the table? Nur mal so nebenbei als angehender Elektriker. Falls man eine kaputte Sicherung im Haus hat, nicht reparieren, immer wegschmeißen. Und das ist auch nicht mehr sicher. Sowas sollte man reparieren lassen. Hier, so, bevor wir das auf dem Tisch uns angucken, erstmal gucken, was kann man hier sonst noch so finden. Baupläne für alles Mögliche. Bisschen Werkzeug, noch mehr Baupläne. Ein Bohrer, noch mehr Baupläne. Schon. Blick weg. Okay, funktioniert nicht. Was ist das? Ein kleiner Zug. Mit einem Teleporter? Ja, mit einem Teleporter. So. Was ist das hier? Ein Zug und ein Hebel. Natürlich, erstmal umlegen. Oder abreißen, auch möglich. Profi. Festhalten ist auch ein wenig überbewertet. Oh. Neue Dimension. Das Void, Kapitel 1. Hey, you all right? Nein, mir ist ein Tisch gegen den Kopf finally geflogen. Awake. A typical day on watch, huh? Sehr typisch, genau. Sehr typisch. Ich gehe täglich in fremde Dimensionen. Sieht schon ziemlich geil aus hier. Well, this might come in handy. Was? Was? Fliegende Boxen oder was? Bewegung im Void. Im Void gibt es keine Schwerkraft. Spring vom Zug und orientiere dich in die gewünschte Bewegungsrichtung. Halte F gedrückt, um dich mit dem Seil in den Zug hochzuziehen. Nö. Okay. Genug Tutorial. Man kann fliegen. Mit F kommt man zurück. Okay, mehr brauche ich nicht wissen. Was ist das? Kann ich was greifen? Oh, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Tagebuch. Im Tagebuch werden aktive Quests sowie gesammelte Informationen über die Spielwelt aufgezeichnet. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Okay, das machen wir mal direkt. J, der Anfang. Manchmal öffnet sich durch Zufall eine Tür in ein neues Schicksal, in dem du wieder ganz von vorne beginnen musst. Hebe das Tagebuch auf, öffne das Tagebuch.
erledigt. Okay. Of course. Such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Simple trolley, sagst du. Das Wichtigste funktioniert schon mal, die Hupe. Perfekt. Ein Schalter. Oh, noch ein Schalter. Bremse. Well, pretty much. Try pulling the other lever. Nee. Nee. Vielleicht später. Lass mal sehen, was wir hier sonst noch alles so finden können. Was ist das? Ein bisschen Holz. Noch mehr Holz. Gucken, dass man nichts übersieht. Ich denke, das war's hier vorne. All right now, just slowly. Also, Bremse, drücke im Minispiel. Was? Ist ja Schein, aber das war ich. Triffst du, hältst du mehr Schein? Okay. Dann. Hallo? Also, ah. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Awkward. Ich finde, das ist ganz normal so. Züge klauen, macht man doch halt so. Okay, hier ist nichts mehr, oder? Genau. Das sieht schon ziemlich geil aus. Mal sehen. Dann lass besser erstmal ein bisschen verkacken, genau. Ja, Tutorials braucht kein Mensch. Stückchen. Noch was hier. Was war das? Was? Bauen. Drücke B, T, um Erschwernungsfüße. Welches Bauen ist jetzt nicht mehr. Okay. B. Holzboden. Lager, Produktion. Oder was war das? T? Ah. T. Schranksbuch. Ach so, warte mal. So. Ne, keine Ahnung. Bauen wir aber am besten als erstes mal einen Forschungstisch. Materialien haben wir. Ah. Wo packt man den am besten hin? Ah, man kann nur in diesem gelben Bereich bauen. Passt doch. Mal sehen, was kann man denn hier alles so forschen? Will einen Entwurf aus. Nicht genug Rohstoffe. Schalter ist projektfrei, Schmelzofen 1. Bei Eisenbach Kupferbarung brauche ich dafür. Okay. Container. Okay. Gut, dann
besten ein bisschen weiter und mehr Materialien sammeln, würde ich sagen. Junge! Explosive Pflanzen. Ich glaube sogar diese grünen Knubbel, die ich gerade eingesammelt habe, das ist sogar direkt schon Kupfer. Bremse! Ich will die Materialien. Kupfer und Eisen haben wir gesammelt, jetzt können wir das sogar bauen. Schmelzofen. Erforschen, meine ich, nicht bauen. So. Mal sehen, was brauchen wir für den? Eisen. Okay, keine Ahnung, was man damit macht. Naja. Fahren wir erstmal weiter. Wieder neue Materialien. Immer schauen, dass man. Hier. Schauen, dass man nichts übersieht. Ah, da vorne sind noch ein paar Stöckchen. Ganz viele Stöckchen. Warte mal. Sprintmodus. Ich. Sprinten. Niemals umstellen. Niemals auch umstellen. Oh nein, kann man auch mal speichern. Ich muss schon sagen. Sieht schon ziemlich geil aus hier alles. Mit den fliegenden Inseln und den riesigen Ruinen im Hintergrund. Mit diesem schwarzen Loch oder riesige Sonne, was das sein soll. Wie Junge. So, das noch und das noch und. Also. Das andere nochmal. Kiste. Ah, da brauchen wir einen Schmelzofen. Wir müssen das ganze Metall einschmelzen. Dann lassen wir noch ein bisschen mehr Metall sammeln. Hier oben ist noch eins. Und diese Dinger hier, was auch immer das sein soll. Vielleicht auch sein Kabel ein bisschen verlängern kann. Motor hat mal relativ limitierte Reichweite. Dann bauen wir gerade erstmal den Schmelz. Oh mein Gott, das Ding ist riesig. Ups, das wollte ich nicht. Den Schmelzofen. Komm.
So. Herstellen. Oh, Brennstoff. Fett. Holz. Robustes Holz. Ah, okay. Momentan haben wir aber nur ein bisschen Holz. Ich denke, 3 sollten reichen. Ups. Hallo? Wie macht man das? Ah, so macht man das. Ja, komm, 5. Mach mal 5. Uff. Was kostet? Kostet einiges. Ah, na gut, komm. Oh Junge, ich habe mich gerade erschreckt. Dass irgendwas kommt oder so, aber. War nur der Ofen. Mein erstes Metall. Okay, jetzt haben wir auch eine Kiste. Ich frag mich allerdings, was man echt mit diesem. Für ein Holzbrett. Holzboden. Was man mit dem Holzboden macht. Ich kann hier nirgends Holzboden dran bauen. Oder kann man das drehen? Kann man was drehen? Nö, platzieren kann ich auch nichts. Naja. Wird man noch früh genug rausfinden, denke ich. So, dann fahren wir mal weiter. So, mal gucken, was hier sonst noch alles kommen wird. Ich wüsste doch echt gerne, was diese komischen Knubbel hier sind. Habe ich sowas im Inventar? Oh, ich habe im Inventar sogar. Chemikalien und Biostoffe sind das, die ich einsammle dauernd. Was noch? Eis habe ich sogar auch eingesammelt. Uah, Steinchen. Was habe ich hier denn vergessen? Biostoffe. Die machen immer so ein schön saftiges Geräusch, wenn man die einsammelt. Haben wir hier alles? Ich glaube schon. Ich will auch nicht zu oft pausieren die ganze Zeit, aber. Ich will echt nichts verpassen oder irgendwelche wichtigen Materialien, die man später brauchen könnte, übersehen. So. Man weiß ja nie, wenn man das alles mal gebrauchen kann. Ach komm. So. Ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Biostoffe. Stoffe. Oh Gott, nein, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich. So. So. Jetzt sind wir wieder in der richtigen Richtung. Oh no! Zu schnell! Oh no! Zu viel Materialien gerade verpasst.
war das denn gerade? Wait, regenerieren die sich nach einer Zeit die ganzen Materialien? Oder bin ich da überall dran vorbeigefahren gerade? Ja komm, diesen einen Bierstoff brauchen wir nicht. Einfach das Fett aus dem Fisch rausgequetscht. Ich mag das Spiel jetzt schon. So, mehr Materialien. Was ist das? Oh, ein toter Fisch, den ich hier zerquetscht habe. Ach, scheiß auf das Eisen. Wird wahrscheinlich noch genug geben. So, hier das will ich aber nicht. Was ist das? Biostoff? Da. Noch ein Stückchen. Nein. Lassen wir es zerquetschen erstmal. Oh, okay, ich kann gar nicht mehr richtig zurück. Interessant. Das heißt, ich sollte schon gucken, dass ich die ganzen Sachen wirklich einsammle. Die machen so ein lustiges Geräusch, wenn man zerquetscht. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ah, sagt es doch früher. Dann bauen wir erstmal eine Kiste. Stellen wir erstmal. Na komm, drei, denke ich, ist okay. Was ist noch hier? Na okay, ich kann gar nichts mehr aufheben. Ernsthaft? Auf den Zugrucksack. Jetzt eins, zwei. Okay. Ich kann anscheinend noch einiges finden. Rum wird jetzt so rum. Und eine Kiste. Geil. Oh, nur vier Plätze. Ist ja klein. Okay, Leder. Wo hab ich Leder her? Na gut. Zurück. Ist schon echt schön, muss ich echt sagen. Materialien. Schon. Noch ein Stock. Egal. Wichtig ist Metall und Eisen und Kupfer. Und. Naja, kriege ich hier nicht mehr. Was ich mich allerdings frage, ist, was unser Ziel eigentlich genau in diesem Spiel hier ist. Fliegt jetzt hier rum, aber die Frage ist, wo fahre ich hin? Ja, Bremse.
Das sind zu viele Materialien. So. So. Hier noch irgendwas? Hier. Au. So, weiter geht's. Noch mehr Eis. Ach, das ist einfach zu lustig. Junge, diese Pflanzen sind echt scheiße. Meine Biomasse, komm her. Yes. Kupfer. Ich mag Kupfer. Und Eisen. Yes. Oh Gott. Ach, Pflanzen sind echt schlimm. Nix. So. Was ist das? Ich hab da hinten gerade eben. Hab ich irgendwas leuchten gesehen? Da unten? Oder ist das ein Stock? Oh, ich glaube, es ist ein Stock, oder? Ja. Eingesammelt, ja. Und weiter. Ich frage mich, ob ich überhaupt so viel Biomasse brauche, oder? Ich nehme sie erstmal alle mit, aber. Ich werde wahrscheinlich gleich meine kompletten Kisten damit voll haben. Was ist denn? Oh, fette Wolke. Yo, what the? Diese Pflanzen, ey. Biomasse habe ich durch nicht genug. Immer wieder lustig. Ah. Oh, was habe ich denn hier? Leder. Okay. Nehme ich. Doppelbremser. Oh, Pflanze weg da, weg da, weg da. Einiges.
viele Stückchen. Eisen. Komm schon. Yes. Und noch mehr. Ganz viel Eisen. Ich werde erstmal die ganzen Kisten voll machen. Ja. Naja, die sind schon voll. Einige Materialien sammeln und dann. Materialien sammeln und dann mal gucken, ob man irgendwo rauskommt. Weil momentan. Oh, wait a second. Ups. Der Kalkdebel. Ich habe gerade gesehen. Ich kann was Neues machen. Oh, okay. Kupferkomponente, Grundkomponente und eine Werkbank. Ah, eine Werkbank. Das ist ja nur eine Forschungsbank. Stimmt. Stimmt, das ist interessant. Forschungstisch. Und. Okay. Noch ein Kupferbarren. Machen wir zwei. Passt das? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Gut, als nächstes eine Werkbank. Dafür brauchen wir zwei Eisen. Zwei Stück. Bisschen Fett. Na klar, warum nicht? In der Zwischenzeit erforschen wir hier eine Kupferkomponente. Und fertig. Labor 1 und chemische Komponente sogar. Interessant. Und dann die Plattform kann ich immer nicht bauen. Oder möchte ich dafür hier rumfliegen? Nein. Ups. Kann ich irgendwie hier vorne festmachen? Nö. Okay. Dann lass mal sehen. Werkbank 1. Die passt gerade so hier hin. So, was kann man hier jetzt machen? Rezepte. Kupferdraht. Und ein Zahnrad. Okay. Wie war das hier? Was brauchen wir hierfür? Eine Feder und Draht. Kupferspule meine ich. Klar, warum nicht? Wie war das nochmal? Eine Feder. Und die Feder kostet ein Eisenbarren. Stellen wir den mal gerade her. Oder noch ein paar mehr. So. In der Zeit war ich schon mal ein bisschen weiter. Oh, da hinten war noch Eisen. Shit, hier ist auch noch Eisen. Shit. Die Hälfte übersehen.
mehr Kupfer. Ja, komm. Mehr Eisen. Mehr Stöckchen. Ich glaube, die Stöckchen werde ich noch viel brauchen. Okay. Gut, dann... Ups, nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin und mir eine Spule machen. 2, 1 und... Bam! Dann einen Labortisch. Und... Okay, vielleicht jetzt nochmal aufmachen und... Ah, hier ist er. Labor 1. Brauchen wir nochmal eine Kupferspule. Dafür habe ich nicht nur Kupfer. Und eine Feder. Okay. So, während wir uns schmelzen, ist wieder ein bisschen Materialien sammeln. Nichts mehr. Hier auf der Seite. Oh, was ist das? Einleuchten. Stopp, stopp! So. Ein paar Materialien sammeln und dann das Leuchten da vorne mal begutachten. Doch, war richtig. Was ist das? Oh, das ist ein großes Gebäude. Riesige Ketten. Interessant. Au. Alle Materialien. Hä? Riesige Pyramide sogar. Da bin ich mal gespannt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Oh Gott. Oh Kacke. Nicht genug Platz. Nein, hier. Ja, Eisenbarren. Hook. Wir kommen direkt 5. Scheiß drauf. Eine Feder. Dann mache ich einen. Ein Labor und damit. Oh wait. Dass ich jetzt das mal N drücken kann für den Hammer. Ah, okay. Okay, okay. So, eine Kiste wollte ich aber noch. So.
den ganzen überflüssigen Shit abladen. So, Kupfer. Und das Labor. Brennstoff. Das kann man hier herstellen. Ah, Chemikalien. Brennstoff. So, bevor ich ins große, die große Pyramide reingehe. Schnell noch die restlichen Materialien. Ah, shit, ich hatte extra gebremst. So, die restlichen Materialien noch einsammeln und dann mal sehen, was man in dieser großen Pyramide da hinten findet. Sollte alles eingesammelt sein. Ja, ich glaube, hier spawnt jetzt auch nichts mehr. Huh. Wird vollgas in die Pyramide. Sieht interessant aus. Interessant. Ist das ein Spinnenleben oder so? Das ist eine Art Hologramm sein oder so? Ah, ich glaube, das ist so eine Art Kraftfeld. Okay. Of course, I didn't expect to be greeted with balloons and fanfare, but where is everybody? Okay. Eine Haltestation. Ich bin runtergekommen. Ja, aber ich meine, wenn keiner mehr hier ist, dann... I tell you what to do about it, but I have no idea. Okay. Wenn ja keiner hier ist, dann... Ich meine, wenn ich was finde, das werden die sicher nicht mehr brauchen. Falls ich was finde. Hm. Kann man hier hoch? Nope. Metall nehme ich gerne. Dunkel hier, muss ich sagen. Zeige ich hier, Helligkeit. Ah, ein bisschen höher. Oh, okay. Ja, doch, ich denke, doch. Das ist besser, das ist bei weitem besser. Kann man was klauen? Hallo? Hier hinten? Nö. Schade. Eimer. Den würde ich gerne mitnehmen. Was ist das? Stahlwerk Zone 74. 12. Okay. Kann ich hier rein? Schade. Ah, hier kann man zurückklauen. Okay. Hallo. Tonnen zum Materialien. Okay. Ist nix. Ah, hier. Hier ist eine neue Mülltonne. Perfekt.
mal sehen. Wie nah kann ich ran? Boah. Sieht irgendwie cool aus mit den ganzen Streifen da drin. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das einfach nur ein Anzeigefehler ist. Oder? Doch, kann ein Anzeigefehler sein. Ah, schade. Sieht trotzdem cool aus. So. Ich gehe mal davon aus, hier muss ich rüber. Schaffe ich das? Oh, man kann fliegen? Oh, stimmt. Stimmt. Stimmt, man kann überall fliegen. Ah. Okay. Interessant. Sonst nix? Nee. Okay. Irgendwas? Oh, wait. Wait, da kann man hoch. Ah, okay. Das Interessante ist hier... 9. Hier hinten? Auch 9. Schade. Na gut, dann... folge ich mal dem... dem eigentlichen Weg. Wo kann man hier hin? Oh, okay. Da kann man vielleicht... oder? Kann man hier gehen? Was? Nein, geht nicht. Schade. Da kann man auch sicher hin, oder nicht? Ah, doch. Oder nein. Ich will da hin, Junge. Komm schon. Okay, letzter Versuch. Aha! Scheiß unsichtbare Wand. Na gut. So. Jetzt aber. Dann folge ich jetzt mal dem richtigen Weg. Bis hier. Nix. Au! Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Das hoffe ich. Dann bediene ich mich mal. Nice. Zielen, schießen, nachladen, ausrüsten. Who do you think the skeleton was? So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. Oh. Oh, der hat sich anscheinend selbst erschossen. Vor einer sehr, sehr langen Zeit anscheinend. Okay. Baupläne. Vielen Dank. Hmm. He left the combination of the safe right out in the open. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Natürlich, natürlich. Oh, Kombination, ich bin safe. Oh. Oh, da war das der Bauplan gerade. Nope. Bauplan. Journal, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Für den Safe. Okay. Was haben wir hier? Notizen. Okay. Okay. Hm. Okay. Und wo ist jetzt dieser Code? Oder habe ich den schon automatisch? Wo ist dieser Set? Ah, hier. Ah, okay.
I got an idea. We're gonna need those parts soon. Ich ein Upgrade für meinen Zug. Ist ja schön. Das muss ich auch versuchen, alles abzuschießen, was ich finde. Okay, ich dachte. Aha. Jetzt auch? Yeah. Hier die Bretter? Oh, yes. Oh, man kann die alle Bretter zerstören. Das dann? Okay. Weiter geht's aber. Au! Junge, der Designer war auch echt ein Trottel. Loot. Lecker, lecker Loot. Ich habe gerade eine Waffe bekommen. Ich gehe mal davon aus. Jetzt kommt gleich ein Kampf. Oder zumindest kann das gut möglich sein. Hier noch irgendein Loot. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade paragraph. Okay. Also doch ein Upgrade für meinen Zug. Interessant. Ich verbessere die Plattform der Lokomotive mit der Baukonsole im Depot. Jede weitere Verbesserung erfordert zusätzliche Rohstoffe. Okay. Mal sehen, was kann man. Oh. Da. Eben nicht. Ist ja interessant. Was ist das? Okay. Das sieht cool aus. Ah, sieht echt cool aus. Wie kann ich weg? Ah, okay, schade. Man sieht hier aber noch die Effekte von der ganzen Umgebung. Und mein Charakter. Okay. So, was kann man. Okay, hier kann man nichts tun. Baumodule. Hupe. Das erhöht maximal Anzahl von Zugplattformen um 4. Okay. Ohne nicht in Bewegung. Okay. Was kann ich hier machen? Okay, auch noch nichts. Interessant. Demontieren. 9. Wagen hinzufügen. Ah. Okay. Wagen verbessern. An engineer. Truly an engineer. Yeah. Okay. Was kann das? Nein, ich will das nicht abbauen. Das kann auch nichts. Jetzt brauche ich einen Kolben dafür. Okay. Ich denke mehr ab. Upgrades sind auch, glaube ich, gar nicht möglich. Ah, na gut. Dann würde ich mal direkt den ausstatten. Perfekt. Und auch ein paar Sachen direkt umstellen. G, verlagern. Hier an der Rand. Das Ding auch. Packen wir das mal hier hin. Eine Werkbank. Aber das ist ein Erforschungstisch. Den brauche ich gar nicht so oft. Den kann ich hier ganz in die Ecke stellen.
So. Ja, wobei ich denke, das kann hier so stehen bleiben. Die Kisten verlagere ich vielleicht auch noch hier hinten. In einem kann ich die auch direkt mal drehen. Hallo? So rum, ja, yeah, so rum, so rum ist richtig. So. Und die letzte Kiste. Perfekt. So. Sieht doch gleich viel besser aus. So. Auf zur nächsten Station. Die Bremse des Zuges. Okay. Oh. Teleportieren. Oh. Okay. Neuer Part. So. Ah! Ich denke, dass... Okay. Ich denke, das liegt doch ganz gut. Dann nenne ich das hier mal einen guten Punkt zum Pausieren. Falls euch das gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Falls nicht, schreibt das auch rein. Ich gehe mal davon aus, das war ziemlich kacke, aber naja. Ohne Übung wird man nicht besser. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch nicht. Ciao.